Bist du sicher? Die Energie ist zu stark, um sie zu leugnen. Oh mein Gott, was? Ist sie gut? Also, die Energie? Ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir auf diese Seite gehen. Oh mein Gott. Dann werden wir es herausfinden. Okay, und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roots of Pacha. Okay, ich bin sehr patschig. Was geht? Ich habe zwei coole Zöpfe. Je mehr ich meditiere, desto mehr denke ich, dass du dich uns anschließen musst, wenn wir den Fluss überqueren. Ich weiß nicht viel über die Geister, aber ich vertraue Wuak. Ich mache mal den Sound ein bisschen lauter. So. Aber nur minimal. Wenigstens reisen wir dieses Mal nicht für eine ganze Saison. Hi. Vielleicht will Pacha uns dorthin rufen, um neue Farbe zu finden. Ein Mädchen darf doch träumen, oder? Hi. Ah, auf dieser Seite des Flusses gibt es jede Menge Zeug. Aber wenn Chin sagt, wir brauchen eine Brücke, dann baue ich sie. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Nein, okay. So, es ist für mich schon wieder ein paar Tage her, dass ich sie jetzt aufgenommen habe. Die ersten Folgen bisher habe ich alle in einem Ritt aufgenommen, aber ich bin ja immer für die Arbeit immer ein paar Tage weg. Ich verreise ja immer weit für die Arbeit und dann bin ich da manchmal so ein paar Tage nicht da. So, so 3 bis 5 Tage und deswegen habe ich auch mal so größere Lücken. Manchmal muss ich weiter hoch, oder? Ja, hier, hier. Gott, ich muss erstmal hier auf alles wieder klarkommen. Was konnte ich denn nochmal mitnehmen alles? Ich muss mich erstmal wieder irgendwie ja, auf irgendwas fokussieren. Übrigens, einige haben gefragt, wo die Uhrzeit hier ist. Die ist nicht hier unten von meinem Nischel. Warte mal, ich mach mal meinen Nischel weg. Da sieht man jetzt hier einfach nur hier bei der 1 das Saatgut und hier bei der 2, was ich halt eben für ein Werkzeug ausgerüstet habe. Das sieht man gar nicht. Sieht man das nicht? Achso, jetzt hier sieht man es. Hier Saatgut und hier und das war es eigentlich auch schon. Also ich kann jetzt hier auch durchswitchen. So mit 3 oder mit Tab kann ich auch einfach so direkt durchgehen. Also hier unten in der Ecke passiert jetzt, sage ich mal, nicht so viel Spannendes. Außer halt eben meine Werkzeugauswahl. Aber das ist halt, denke ich mal, verkraftbar. So, okay. Was geht, Opi? Ah, der Älteste im Clan zu sein, hat seine Vorteile. Niemand kann sich daran erinnern, dass ich ein unbeholfener Teenager war. Okay, so, jetzt bewässern? Fragezeichen, muss ich? Ja, muss ich. Ich bewässere wie ein Dulli, wie ein Dulli. Hatte ich nicht irgendwie sowas wie... Ich bin gerade ein bisschen... Hatten wir nicht sowas wie... Boah, ich muss erstmal wieder reinkommen, ne? Das ist Wahnsinn. Gürtel, that's me. Patchwork, sexy. Geschwindigkeit des Pflanzenwachstums plus 10. Erhöhe die Wachstumsrate deiner gepflanzten Samen. Plus 10 vom Übergangsritual. Das ist ein Buff. Kann ich das auf, wie aktiviere ich den? Oder, ach so, das ist, ach so, den habe ich permanent, oder was? Okay, anscheinend habe ich den permanent. Achso, so kann ich mich drehen, okay. That's some other stuff, that's what I got. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Der große Verbinder. Wuak spürt, dass Pacha von der anderen Seite des Flusses rief. Ja, okay, das ist ja okay. Soll ich jetzt irgendwas machen? Der Clan hilft, eine Brücke zum Überqueren zu bauen. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt groß machen soll. Mein Basamen, Idee mit Igok ausarbeiten. Idee ansehen. Achso, ich soll Sachen ernten. Das war's. Okay, okay, okay. Das, okay. Hatte ich nicht noch irgendwie Kolbrauch einen Tag zum Beenden? Einen bequemen Platz zum Leben für die Tiere? Wuak spürt das Patsch. Was war denn jetzt nochmal mit dem... Hatte ich nicht irgendwie nochmal sowas wie, Singleplayer, Spieleverlauf, ne, das ist auch doof. Wo konnte ich denn Entdeckungen, Ideen, also erforscht? Du hast diese Idee mit Woda zusammen ausgearbeitet. Dank Wodas gut durchdachter Idee sind Ausflüge zum Fluss nicht mehr nötig. Ja, wie mache ich das? Du hast diese Idee mit Woda, wo kann ich den nochmal, oh mein Gott, wo kann ich den nochmal bauen? Wo ist denn mein Baumenü? Ich bin schon wieder so raus. Ich bin so lost. Ich bin ein lostes Pupsi. Wo baue ich Werkzeug? Oh, das hier irgendwo? Oh Gott, wo baue ich denn nochmal? Oh, das ist halt doof, wenn ich dann immer ein paar Tage nicht da bin. Ich habe dann immer keine Ahnung.
Das sind jetzt die Werkzeuge, okay. Ich hatte doch hier irgendwo ein Baummenü oder sowas, oder? Wo ist mein Baummenü? Warte mal, das ist mein Inventar. Das sind meine Quests. Genau, Prophezeiungen habe ich noch nicht. Der Frühling, der 6., okay. Das sind die Charaktere, wie gut ich mit denen befreundet bin. Wahrscheinlich habe ich ihn irgendwie... Was ist denn das hier? Tanzen? Wahrscheinlich kann ich mit denen irgendwie auch tanzen oder so. Das ist fein. So, warte mal. Das sind meine Tiere, die ich nicht besitze. Haustiere und Begleittiere. Ah! Hier mit Bickley haben wir uns schon ein bisschen angefreundet. Okay. Was war das jetzt hier? Das ist Entdeckungen. Ja, okay. Das sind die allgemeinen Einstellungen. Und das ist wahrscheinlich Spiel beenden. Muss ich hier vielleicht was reintun? Herstellen. Okay. Okay. Das Rätsel wurde gelöst. Ich werde Dinge sammeln, um Dinge herzustellen. Ach ja, und ich werde natürlich auch... hier. So. Oh nee, ich muss hier so hoch. Wir brauchen einen Brunnen. Ich hoffe, dass ich den nicht wieder irgendwie eigentlich schon habe oder so. Ich bin gut darin, verwirrt zu sein. Aber das wisst ihr ja schon. Hi, was geht? Mana, wir haben es geschafft, im Winter ein Dorf zu bauen, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Kann ich neben dir voll krass tanzen? Okay, sie will nicht mit mir tanzen. Ah, oh, die Geister führen mich. Genau, wie sie den Clan hierher geführt haben. Oh, okay, die machen da irgendwelche Hippie-Sachen. Es fühlt sich so ein bisschen wie Hippie-Kommune an, oder? Oder? So, okay, ja, genau, Gießen. Warte ich schon mal in Gießen? Ich hasse mich. Okay, ja, und da, und dort, und dort, und dort, und dort. Okay, dann wieder zurück. Das macht ja so viel Spaß, hier die ganze Zeit hin und her zu laufen. Ich hoffe, wir haben bald eine Gießkanne oder irgendwie einen größeren Schlauch und hier irgendwie einen Brunnen oder sowas. Das wäre ganz toll. Vielleicht habe ich es auch so ein bisschen hart übertrieben mit den ganzen Pflanzen hier, aber was mut, das mut, ne? So, ich bin bereit. Ich spüre es. Ich muss nämlich, oder warte mal, ich habe doch hier irgendwo noch eine Kiste. Was ist eigentlich der Inhalt dieser Kiste nochmal? Oh, ich habe Steine eigentlich genug. Cool. Mit X. Ah, ja, okay. Hat jemand. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Mir hat jemand von euch geschrieben. Ich kann doch einfach X drücken und dann nehme ich direkt alles mit. Ach, da ist der Wasserbrunnen. Da ist er doch. Ach, ist ja witzig. Cool. Ja, so viel dazu. Also, Projekt Wasserbrunnen ist nun fertig. Das ging ja schneller als gedacht. Okay, cool. Das ging ja jetzt. Okay. Wilde Bohnen. Man sagt, sie seien eine musikalische Frucht. So, wir nehmen mal hier zwei Igelfische und die, ich weiß gar nicht, Krokodilskopf. Ich mach mal den noch mit dran. Okay, cool. Ich möchte diesen Fisch bitte trocknen. Wie geht das? Da, trocknen. Jo. Ah, verstehe. Das sind quasi 4 Slots, also ich habe 8. Slots zum Trocknen, na dann trocknet mal. Los geht's. Ich vertraue euch. Ihr schafft das. Und weil ich natürlich ein so fleißiger Patscher-Anhänger bin, werde ich mit meinen kleinen Patscher-Händchen hier noch ein paar Sachen sammeln und so. Denn wir werden sicherlich irgendwann Steine gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob die nachspawnen. Wissen sie, glaube ich, nicht. Wir machen hier mal das Feld ein bisschen sauber. Ich weiß nicht, das Gras lasse ich erstmal noch hier, weil wenn das so ein bisschen wie bei Stardew Valley ist, können die Tiere das dann da vielleicht direkt schnurpseln. Schnurpseln ist ein anderes Wort für naschen. Und mal hier oben war da noch was, ne? Ja, das muss weg. Okay, cool. Okay, und hier. Und da. Und dort. Geh weg. Ihr bösen Fiber. Ups. Fibers. Ich finde es gut, dass ich einfach für alles das gleiche benutzen kann. Das ist echt toll. Ich habe auch sowas wie Ausdauer, naja, hier. So. Warte mal, hatte ich nicht noch irgendwie. Was brauchte ich denn noch alles? Hatte ich nicht irgendwie. War nicht irgendwas noch mit der einen Höhle da? Was habe ich denn jetzt hier noch? Nee, das wollte ich nicht. Hier, wilder Granatapfel. Ich komm. Ich nehme einfach beide mit. Was brauchte ich denn noch? Vielleicht auch eine wilde Karotte oder Bohnen? Ich bin gerade hart verwirrt. Was wollten die? Oder Hagebuttene? Oder wilde Pinienzapfen? Ich weiß gerade echt nicht mal, was die wollten.
Habe ich das schon gemacht? Oh mein Gott, ich bin so verwirrt. I have no memories. Wir müssen nochmal in die Höhle. Schaffen wir das zeitlich? I hope so. Ich gehe da mal lang. Da ist nämlich ein Pfeil abgebildet. Lul, und ich werde jetzt hier nicht angeln. Ich finde es witzig, dass Angeln mit Fisch übersetzt ist, weil to fish, Fisch. Also man fischt, also fischen wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, die richtige. Hacken? Achso. Wurde hier unten angezeigt. So, ach, die Musik ist irgendwie auch so schön idyllisch. Hi, was geht ab, Bro? Die Wölfe schleichen sich nachts raus. Oh, mit den Waldwölfen zu spielen. Okay, Girl. Ich wünsche dir alles Gute. Was ist los hier? Okay, eigentlich wollte ich mich halt so ein bisschen beeilen. Aber wir gucken uns mal ein bisschen um. Oh, oh, achso, nee, du bist einfach nur ein Hase. Hallo? Hallo, Hasi-Basi. Dab, dab, dab. Dab, dab. Dab. Dab, dab, dab. Dab, dab. Oh, ich hab falsch gemacht. Dab. Dab, dab, dab. Dab, dab. Ich bin gerade, ich bin voll drin, Leute. Ich sag's euch. Was ist denn das hier unten? Komm ich da ran? Nee, hä? Das sind irgendwie irgendwelche anderen Zapfen. So, erstmal mit dem Hasen ein bisschen musiziert. That's what I do. Oh my god, Granatäpfel. Ich liebe Granatäpfel. Ich habe heute Morgen welche gegessen. Ein. Und gestern habe ich auch einen gegessen. Und jetzt hatten sie bei Netto nur noch so ganz kleine. Und dann habe ich jetzt mir stattdessen 4 Grapefruits gekauft. Und habe davon schon eine gegessen, weil ich eine verfressene kleine Sau bin. Ich liebe Grapefruits. Ich mag so das leicht bittere, süßlich-säuerliche. Es ist toll. Ich bin alt. Was haben wir denn hier? Karottensamen. Na, den nehmen wir mal mit. Soße. Oh, komm, den nehme ich auch noch mit. Was soll's? Wenn wir vorbeilaufen, können wir es auch mitnehmen, ne? Oh, hier. Noch mehr Karottensamen. Ich finde es auch schön, dass ich hier noch Samen rauskriege, aber nicht direkt Karotten, ne? Anzeige geht raus. Oh, das sieht voll süß aus. Da gibt mir irgendwie so voll Prinzessin Mononoke-Vibes auch. So, was geht? Jo, was geht ab? Das Schwein! Jo, ich habe keine Ahnung. Wir singen zusammen. Ich bin verdammt unmusikalisch. Perfekt. Oh mein Gott, neue Idee. Schneller als herumlaufen. Lies das Tagebuch. Was, 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 was? Bitte was, bitte was? Warte, ich habe ein Tagebuch. Ich habe ein Tagebuch, excuse me. Was ist das? Ocker hat eine neue Idee. Es dauert so lange, die bekannten Länder zu bereisen. Ocker hat vielleicht eine hilfreiche Idee. Oh, oh mein Gott, ich will auf Wildschwein reiten. Oh mein Gott, I want to be this cool. Oh yes. Oh mein Gott, die sind so süß, ich liebe euch! Oh mein Gott, yes! Was geht ab? Oh. Bald bin ich mit allen Schweinen hier befreundet. Dann bin ich die Saukönigin von Pacha! Oh yeah! Ist das cringe? Ja, okay. Oh, Wildschwein, vertraut dir jetzt. Kroll entwirft einen Ort für die Tiere. Oh, yes. Vielleicht ganzen Babys entführen. Lol. Oh mein Gott, was bist du denn, Beine? Geht das? Oh mein Gott, ist das ein Fuchs? Ein cleverer Fuchs hier im Wald schläft er friedlich. Ich hatte keine Ahnung. Okay. Oh, ist das ein Fuchs, ich denke mal. Bau, bau, bau. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Oh ja, und ich kann nicht mal heute rumflöten. Oder ist das einfach nur, das sieht aber aus wie ein Wolf. Vielleicht war das einfach nur ein roter Wolf. Sind rote Wölfe im Fing?
Vielleicht ist es einfach nur ein roter Wolf gewesen. Für mich ist es ein Fuchs. Gibt es hier auch weiße Wölfe? Ich würde meinen Kyoto nennen. Lul! Am liebsten alle Tiere in weiß. Ich habe so irgendwie so ein Spleen für weiße Tiere. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich liebe weiße Tiere. Was war denn jetzt hier nochmal eigentlich? Okay, 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 cool, cool, cool. War ich hier vorher schon? What is los? Baby, don't hurt me, normal. Viel Glück mit deinen Versuchen, Trella. War wir hier schon? What? Boah, ich bin wieder so raus, ne? Das ist unvergegenfassbar. Sorry, es hat schon ein böses Wort gesagt. Nein, ich will nicht die Flöte spielen. Kann ich das irgendwie wegmachen? Nein. Waren wir hier nicht schon? War denn nicht irgendwie, oh, das leuchtet aber interessant hier. Das will ich haben. Kaputt machen. No. So, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Was ist hier los? Was ist los? Überprüfen. Aha. Na, gucken wir mal, was jetzt hier abgeht. Gucken wir mal. So. Ja, das ist ein Granatapfel und das ist, ein Bienenzapfen-Ding. Was muss ich jetzt machen hier? Bevor du die Totems um einen Gefallen bittest, musst du ihnen zuerst eine Freundschaft in Form eines Geschenks darbieten. An den Wänden ist Hinweise gemalt, was die Totems... Ja, was soll ich jetzt machen? Also ja, ich hab das. Mit dem Erstbegehrst, wenn der Anfang sein wird, ich sein. Ja, was soll ich denn machen? Optionen öffnen. Überprüfen. I don't get it. Was wollen die jetzt hier von mir? Ich hab doch hier, warte mal. Kann ich denn das irgendwie... Ach, hier anbieten. Ah! Das Totem akzeptiert die Gabe. Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen? Ja. Ach so, es hat gereicht, einmal abzugeben. Ups. Dieser Versuch testet deine Beobachtung. Versuche mitzuzählen. Okay. Was? 1, 2, 3, was? Ist das jetzt so ein Super Mario, Mario Party Minispiel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ich weiß einfach, dass Pacha diese Herausforderung lieben wird. Ja, ja, aber es ist noch nicht vorbei. Wie viele von uns hast du gesehen, Drella? Ich hab 8 gesehen. 7? Es tut mir leid, Drella, aber das ist nicht richtig. Willst du jetzt noch einmal spielen? What? Ich glaube mal, ich weiß gerade gar nicht, wo ich meine Fresse hin tun soll. Vielleicht hier so? Weil ich will irgendwie auch nicht die Artworks immer verdecken. Versteht ihr, was ich meine? Oh. Ich habe mich verdrückt. Jetzt bin ich. Ich kann mich natürlich auch einfach hier oben hinsetzen. Das geht natürlich auch. So, alles klar. Ja, nochmal. Warte mal. Oder soll ich einfach nur, wie viele verschiedene das sind oder wie viele da rumlaufen? Oder ich bin hart verwirrt. Okay, das ist Stern. Also das sind 3, 4. Wieder der Stern? Oh Gott. Was? Oh mein Gott, das ist einfach verwirrend. Es sind 5. Ich sag, es sind 5. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich soll generell zählen. Ich sag, es sind 5. Du hast es geschafft. Wir werden im Handumdrehen erwachsene Totems sein. Am Ketchup eine Errungenschaft. Das könnt ihr gar nicht sehen. Das darfst du dem Drella nicht sagen. Wir sollten es einfach zugeben. Weißt du, Drella, ein Totem hat sein eigenes Initiationsritus. Und das ist unserer. Wenn wir in der Lage sind, dir durch diese Prüfung zu helfen, können wir den anderen zeigen, dass wir auch bereit sind, Pacha zu dienen. Aber glaube nicht, dass wir dich schonen werden. Auch wir werden getestet. Also, viel Glück, Drella. Okay, so, ich werde mal, kann ich mich irgendwie, warte mal. Ich kann mich 80. Ah, das ist doch, das ist super. So, das ist fein. Also, viel Glück, Drella. Aber was hat das jetzt mir... Oh. Fast hätte ich es vergessen. Wann immer du dieses Symbol siehst, können wir dir unsere Kraft leihen, um schneller durch die Höhle zu reißen. Durch die Tür, die sich gerade geöffnet hat, warten weitere Herausforderungen. Mach's gut, Drella. Und bitte ein Drella. Halbes Teller war ich noch ein Abel. Okay, cool. Ich muss nach Hause. Es ist schon spät. Und ich würde gerne irgendwie schneller laufen können.
Dessert. Also mir wurde auch schon gesagt, letztens im Livestream, dass ich anscheinend später noch eine präzisere Ohr bekomme. Dass ich das noch quasi freischalten muss. Okay, gehen wir jetzt ja schnell weiter. Ich habe Angst, dass hier irgendwann gleich der Punkt fast... wir schaffen das schon noch. Ich habe hier diesen tollen Shortcut auch noch. Ich wusste nicht, dass es eine Sache reicht. Hätte ich das gewusst, ich dachte, ich muss beides besorgen. Na toll. Naja, zurück ins Dorf. Oh yes. Was geht, Leute? Ich bin wieder da. Wupp, wupp. Ich werde jetzt hier, ich werde jetzt angeln. Was ich halt so tue. Oh, Junge, mitten in der Nacht, Zeit zu angeln. Ein Igelfisch. Neuer Rekord. Oh, ich muss mich beeilen. Ab ins Bett. Oh, kann ich vielleicht auch noch was reinschmeißen? Oh, ich hab keinen Platz mehr. Oh. Ich opfere. Was kann ich schon opfern? Ist das eins mit zwei? Also... Bringen die alle zwei oder ich bin verwirrt? Ja, anscheinend einer bringt zwei, ne? Das ist okay. Oh. Einfach mir aus hier und noch den Fisch, was weiß ich. Was weiß ich? Den Fisch hätte ich vielleicht auch trocknen sollen, but anyway. Ich muss ins Bettchen. Haya Bubu machen. So, yay, cool, brauner Pilz und so, ja, ich war auch dabei, ich habe auch was gemacht. Okay, ist das mein persönlicher Beitrag, was ich beigetragen habe? Der Platz in der Welt, du kannst jetzt dein eigenes Haus bauen. Sheesh. Selbst bauen oder bauen lassen? Ich assume mal bauen lassen. So cool bin ich dann auch wieder nicht. Was ist hier? Guck, und jetzt zack. Oh mein Gott. Such quality of life. Yeah. Omi! Was geht, Omi? Bleib stehen! Hi. In Zweifelsfall tue das, was am freundlichsten ist. Oh, Omi, du hast immer so gute Ideen. Da oben ist auch wieder was zum Ernten. Dann koche ich vielleicht was. Und dann opfere ich das für le Dorf. Das kann ich auch, naja. So, und ich glaube, die Fische sind crunchy. Crunchy! Kann ich doch irgendwas? Nee, anscheinend kann da gerade einiges rein. Okay. Wilde Bohnen. Hallo, Opi. Das Leben sollte nicht zu ernst genommen werden. Okay, Opi. When you say so. Konnte ich hier kochen? Es geht. Oh. Hier sieht sie voll schön aus. Und dann ist es eine alte Frau. Wie eklig. Nein, Spaß. Es ist kein Wunder, dass Wurg so unruhig war. Die Luft ist dick vor Energie. Oh. Understand. Hi. Es tut gut, sich zu beschäftigen. Okay. Was habe ich denn hier? Was heißt denn das? Schon mal gekocht oder gebratener Fisch? Achso, das kann ich kochen. Okay, was habe ich noch hier? Irgendwas? Ich habe kein Gemüse. Alles angeht. Oh, Obst kann ich auftrocknen. Okay. Ich habe kein Obst. Ich habe keinen Knoblauch. Ich habe kein Fleisch. Irgendwie gar nicht. Ginger-Pilze. Okay. Dann mache ich den gemischten Salat. Und zwar einmal. Da. So. Das ist ein wunderschöner gemischter Salat. Den ich nicht mitnehmen kann. Ich lasse den da mal liegen. Ich hoffe, das ist ja noch da. Es geht. Ich werde jetzt hier diesen Fisch reintun.
der verdammt viel bringt. Oh mein Gott. I will do my part. I will do my part. Kann ich nicht einfach hier so? Ja. Oh, yes. Ist mein Salat noch da? Entschuldigen Sie bitte, ich brauche einen Salat. Sehr schön. Ja, das reicht erstmal, denke ich. Oh, ich hab... Wie kann ich denn machen? Was? Zwei. Okay, kochen. Los geht's. Oh yeah, Salat. Mm. Was ist denn ein Salat? Okay, es geht wieder. Soße. Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt hier krasse Sachen reintun, die irgendwie kaum was bringen. Oh mein Gott. Ich sollte keinen Salat machen. Da bringt ja fast gar nichts. Junge, Junge, Junge. Also, mit Salat findet man keine Freunde, wie es scheint. So, wir dürfen jetzt hier bei der Brücke überhaupt. Wir gucken da mal vorbei. Mal hier ein bisschen schauen. Oh, hallo. Ah, der Song braucht einen guten Beat. Jeder Song. Ja, okay. Ich bin mir ganz sicher, dass damals, als alle noch mit im Einklang mit der Natur gelebt haben, vor keine Ahnung wie viel tausend Jahren genau das so gesagt haben werden. Hi. Dari hat mir ein paar Tanzschritte beigebracht. Sie ist so talentiert. Meins. Blaue Muschel. Wo war denn jetzt hier? Was ist hier? Haben die nicht hier gebaut? Ach, hier. Es geht. Was geht? Hi. Vielleicht will Pacha uns dorthin rufen, um Farben zu finden. Das sagtest du bereits. Das schenken ehrt sowohl Pacha als auch den Empfänger. Und was ist bei dir? Du bist so ausrufezeichig. Ich glaube, die Tiere hätten gerne etwas Ähnliches wie unsere Häuser. Wir werden es kleinen Stall nennen. Darin gibt es einen Platz zum Schlafen und frisches Wasser, damit sie nicht zum Fluss gehen müssen. Du hast genug Material, um einen Stall zu bauen. Oh, cool. Hier kann nicht platziert werden. Warum kann das da nicht platziert werden? Weil ich da was umgegraben habe aus Versehen oder was. Oh, boah, hier so, ne? Hier einfach so. Weißt du was? Hier so. Das ist fein. Ja. Oh, yes. Das ist großartig. Ich werde bald mit der Arbeit beginnen. Okay, 10 wahre Tiere können eingeladen werden, auf deinen Feldern zu leben, sobald sie vollständig eingestimmt sind. Zuerst musst du einen Tierstall bauen, in dem sie leben können. Die Tiere müssen jeden Tag fressen. Jeden Morgen gehen sie nach draußen, um zu grasen. Mhm. Du kannst auch ihre Tröge füllen, damit sie etwas zu fressen haben, wenn sie draußen kein Gras finden können. Sie können mit Fasern und Körnern gefüllt werden. Tiere, die am Vortag nicht gefüttert wurden, sind hungrig und wollen nicht so viel mit dir interagieren. Ein hungriges Tier kann von Hand gefüttert werden, um seinen Hunger an diesem Tag zu stillen. Schuppen müssen regelmäßig gereinigt werden. Wenn es schmutzig bleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier krank wird. Ach ja, Jemini. Wie sie da sitzt, voll süß. Ach du liebes Lieschen. Das wollen wir natürlich nicht. So, ich guck nochmal ganz kurz. Journal, mein Platz in der Welt. Achso, ja, ja. Ich weiß, ich soll mein eigenes Haus bauen. Aber ich lebe gerne bei Omi und Opi. Die wohnen direkt am Feld. Das ist praktisch. Auf dieser Seite des Flusses ist jede Menge Zeug. Okay, dann, hat sich erledigt. Ist okay. So, wir gehen mal zu Okka. Sie ist da beim Feuer. Ich denke mal, sie wird mir dann beibringen, wie ich irgendwie auf Tiere reiten kann. Oh, auf so eine Annemarie zu reiten, wäre doch super. Hi, was geht? Vor. Wenn jemand Musik spielt, fängt mein Körper einfach an, sich zu bewegen. Ich kann es nicht ändern. Vor sagte, dass ein Höhlenlöwe über unser Haus springen könnte. Ich frage mich, ob das wahr ist. Ich frage mich, ob du dann wirklich... Also irgendwie habt ihr jetzt nicht wirklich getanzt. Dari, Tanzschule. Ich will Flöte. Ich dachte, wir jammen jetzt hier so ein bisschen, you know. Ich glaube, die fühlen das hier nicht so wie ich. Nein. Ich bin enttäuscht. Okay. So, wo ist denn jetzt hier das? Oh, hi. Ich muss erstmal alle hier random zulabern und auf den Sack gehen. Was geht? Du kennst... Ach so, mit der hab ich doch gar nicht gesprochen. Die Werkzeugmacherin des Clans, genauso wie ihr Partner Kroll, ist auch sie gerne beschäftigt.
Oh mein Gott, du bist voll hübsch. Endlich ist der Schnee geschmolzen und wir können das Land erkunden. Hoffentlich finden wir Erz. Vielleicht auch ein paar gute Feuersteine. Cool. Werkzeug ansehen. Was hast du denn so? Ein Wassereimer. Oh shit, yes. 200 Hartholz. Oh mein Gott. Feuersteinhammer. Ein stumpfer Stein mit dem Griff. Seine Kraft ist größer als die Summe seiner Teile. Und eine Feuersteinaxt. Okay, wir brauchen Feuersteine, Leute. Da muss ich Beiträge für bezahlen. Oh mein Gott. Die habe ich nicht. So, was ist denn jetzt hier eigentlich schon wieder los? Wo ist denn jetzt hier Okra? Da. Da ist sie. Sie ist so cool. Ich wäre auch ganz so cool. Tiere sind wirklich schnell. Wenn wir nur so schnell wären wie sie, dann können wir Ort der Stelle erreichen und Dinge von weiter weg herantransportieren. Cool. Reitende. Ich brauche alle Wurzel. Also irgendwelche Wurzelsachen vermutlich. Okay. Ah ja, hier wilde Karotte zum Beispiel. Cool. Okay, Pflanzenfasern und irgendwelche Karotten oder sowas. Wie gut, dass ich, glaube ich, alles jetzt verkocht habe. Yay! I'm not a smart girl. Na toll. Das ist, glaube ich, eh generell gut, wenn ich ein bisschen mehr anbauen würde. Ich laufe nochmal irgendwo hin. Ich wünsche, es gäbe irgendwo sowas wie eine Minimap, weil ich immer keine Ahnung habe, wo ich gerade bin. Und das ist hier alles so offen und so verwirrend und ich bin so klein und dumm und... Just me. So. Oh mein Gott, die Folge geht schon wieder übelst lange, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Let's Play Roots of Pacha. Ich hatte komplett die Zeit verpasst. Ah, es geht noch, es geht noch. Es ist noch im Rahmen. Okay, ciao. Oh Gott.